Jede Sekunde verliert die Sonne etwa 4 Millionen Tonnen ihrer Masse. Während du dieses Video schaust, wird sie 2,4 Milliarden Tonnen leichter. In ungefähr 5 Milliarden Jahren wird der Stern seine Wasserstoffvorräte vollständig verbraucht haben. Und nach einer Weile wird nur noch ein kleiner, weißer Zwerg davon übrig sein. Nach etwa 100 Billionen Jahren werden laut Wissenschaftlern absolut alle Sterne im Universum verschwinden und schwarze Löcher werden die einzige Energiequelle sein. Aber können wir in ferner Zukunft unsere Sonne durch ein schwarzes Loch ersetzen? Wird die Menschheit unter solchen extremen Bedingungen überleben können? Die Wissenschaftler haben auf diese Frage eine Antwort gegeben. Und um ehrlich zu sein, hat mich das einfach umgehauen. Überlege zweimal, ob du möchtest, was du als nächstes hören wirst. Seit Beginn der 1980er Jahre haben Physiker geglaubt, dass es in jeder Galaxie mindestens ein supermassives schwarzes Loch mit übermächtiger Schwerkraft gibt. Eine Scheibe aus Gas und Staub oder ein aktiver galaktischer Kern dreht sich um dieses Loch. Es gibt eine unglaublich gefährliche Menge an Strahlung ab und erzeugt eine riesige tote Zone um sich herum. Zum Beispiel hat das supermassivreiche schwarze Loch in unserer Milchstraße Sagittarius A einen aktiven galaktischen Kern, der sich über eine große Entfernung von 3200 Lichtjahren erstreckt. Kein Planet in diesem Radius kann eine Atmosphäre aufrechterhalten. Es ist nicht verwunderlich, dass schwarze Löcher als der Ort im gesamten Universum angesehen werden, an dem die Existenz von Leben am unwahrscheinlichsten ist. Ein kürzlich durchgeführtes Experiment hat jedoch das Gegenteil bewiesen. Forscher haben Computermodelle des aktiven Galaxienkerns erstellt. Laut des Astronomen der Harvard-Universität Manasvilingam wollten sie sich auf die Vorteile von schwarzen Löchern konzentrieren, nicht auf ihre zerstörerische Kraft. Das Experiment hat gezeigt, dass die tote Zone viel kleiner ist als ursprünglich in den 80er Jahren angenommen. Es stellte sich heraus, dass für ein schwarzes Loch von der Größe des Sagittarius A eine sichere Distanz für das Leben in der Nähe von 140 Lichtjahren reicht. Das sind 3060 Lichtjahre näher als bisher angenommen. In dieser Entfernung beginnt die sogenannte Wohnzone. Hier wird nach Ansicht der Wissenschaftler die Atmosphäre von Planeten sicher sein. Richtig, vorausgesetzt, ihre Dichte entspricht der der Erde oder höher. Außerdem ist die Scheibenstrahlung in diesem Bereich nicht so stark, dass alle Lebewesen zerstört werden. Das heißt, in einer solchen Entfernung ist das schwarze Loch relativ sicher für die Besiedlung und kann theoretisch sogar zur Geburt neuen Lebens beitragen. Es ist auch möglich, dass derzeit Tausende von unbekannten Welten in ihrer Umlaufbahn aufblühen. Denn Tatsache ist, dass die Lingam-Studie wirklich schockierende Ergebnisse gezeigt hat. Es stellte sich heraus, dass ultraviolette Strahlung um ein schwarzes Loch Moleküle aufspalten und die für die Produktion von Proteinen, Lipiden und DNA erforderlichen Verbindungen erzeugen kann. Das bedeutet das mögliche Vorhandensein lebenswichtiger Elemente. Auch Wissenschaftler aus Harvard glauben, dass diese Strahlung die Photosynthese anregen kann, der wichtigste Prozess zur Bildung des für das menschliche Leben notwendigen Sauerstoffs. Immerhin produziert es das Schlüsselelement für diese Reaktion, Licht. Darüber hinaus können viele Arten von Bakterien einen Biofilm bilden, der sie vor den schädlichen Auswirkungen ultravioletter Strahlung schützt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich an unglaublich hohe Strahlungswerte anpassen können. Das Leben in der Nähe des schwarzen Lochs könnte also schon voller Leben sein. Aber wenn das so ist, ist in einer so freundlichen Umlaufbahn auch Platz für Menschen? Wie viele Planeten können darin existieren? 1, 2, 9? Laut einem Astrophysiker am Bordeaux-Observatorium in Frankreich, Jean Raymond, konnte diese Zahl theoretisch bis zu 1 Million betragen. Als Grund für seine Berechnungen nahm Raymond ein supermassereiches schwarzes Loch mit einer millionenfachen Sonnenmasse. Wenn also die potenziellen Planeten nicht mehr wiegen als die Erde, dann passen nicht weniger als 1 Million in die bewohnbare Zone. Nach dem Vorschlag von Raymond könnten sie auf 400 Ringe mit jeweils 2500 Planeten gelegt werden.
In diesem Fall wirst du dich auf einem dieser Planeten niemals einsam fühlen. Denn Tatsache ist, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Planeten 10-mal geringer wäre als zwischen Mond und Erde. Infolgedessen ragen sie so nah an uns heran, dass es den Anschein hat, als könntest du mit deiner Hand nach einem greifen und diesen berühren. Zusätzlich wird das Licht durch die Schwerkraft des Schwarzen Lochs gestreckt. Daher werden die Planeten, die näher am Kern sind, roter und die Planeten, die weiter entfernt sind, werden blauer erscheinen. Angesichts der leuchtenden Farben und der Nähe der Planeten zueinander könnten die Menschen jedes Mal, wenn sie aufblicken, einen unglaublich schönen Anblick am Himmel beobachten. Auch wenn sich herausstellt, dass die Anzahl der Planeten, die das Schwarze Loch umkreisen, geringer sein wird, haben wir eine spektakuläre und romantische Aussicht. Aber warum bringt das Leben in der Nähe eines Schwarzen Lochs dann im berühmten Film Interstellar mehr Gefahr als Romantik? Auf der Suche nach einem neuen Zufluchtsort für die Menschheit erforschten die Blockbuster-Helden zwei Planeten in der Nähe des Schwarzen Lochs Gargantua. Die Bedingungen, die sie dort fanden, bedrohten unsere Existenz. Unglaubliche Schwerkraft, zerstörerische Tsunamis, Eiswolken und Sauerstoffmangel. Tatsache ist, dass nach Ansicht von Wissenschaftlern die Details, die der Regisseur des Films zeigte, nicht ganz realistisch sind. Zum Beispiel ist Millers Planet zu nah an einem schwarzen Loch. Dem Plot zufolge verlangsamt seine Anziehungskraft die Zeit zu sehr. Eine Stunde in der Nähe von Gargantua entspricht 7 Jahren Erdzeit. Das ist fast 60.000 Mal langsamer. Laut Thomas Otarny von der Universität von Palasky in der Tschechischen Republik sollte sich Millers Planet zu diesem Zeitpunkt auf fast 900 Grad Celsius oder 1652 Grad Fahrenheit erwärmen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass Anne Hathaway weitergegangen ist als bis zum Strand. Außerdem sehen die Figuren im Film einen Tsunami. Aber Patterny glaubt, dass in Wirklichkeit das Wasser durch geschmolzenes Aluminium ersetzt würde. Tatsächlich könnten alle diese Probleme vermieden werden, wenn du einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Schwarzen Loch einhältst. Wenn sich Menschen wirklich entscheiden, sich in der Nähe niederzulassen, werden sie höchstwahrscheinlich irgendwo in der bewohnbaren Zone anhalten, wo die Bedingungen überhaupt nicht denen der Hollywood-Regisseure entsprechen. Zuerst wird die heiße Sonne durch ein kaltes schwarzes Loch ersetzt. Ja, es wird definitiv kalt sein. Schließlich wird seine Helligkeit von Gas und anderen Substanzen geliefert, die zuerst in die Scheibe fallen, überhitzen und dann glühen. Aber wenn nichts in das Loch gelangt, ist seine Temperatur in der Tat absolut null. Viel hängt auch von der Größe des Lochs selbst ab. Das Team von Opatarni errechnete, dass ein Planet von der Größe der Erde, der sich um ein schwarzes Loch von der Größe der Sonne dreht, nur etwa 900 Watt nutzbarer Energie entnehmen kann. Dies ist gerade genug für eine kurzfristige Lebenserhaltung, da aufgrund der Kälte und des Lichtmangels Pflanzen und Tiere aussterben werden. Obwohl sich die polaren Tierarten länger halten würden, wie auch Tiefseefische und natürlich der Mensch, dank alternativer Energiequellen. Die Bakterien tief im Boden würden selbst unter solch ungünstigen Bedingungen noch Millionen von Jahren existieren. Am Ende würde das Leben auf der Erde jedoch vollständig verschwinden. Wenn die Menschen in der Nähe eines schwarzen Lochs leben möchten, dann sollten sie sich für ein großes, ein mächtiges Loch entscheiden. Astrophysiker haben vorgeschlagen, dass Menschen auf der Suche nach Hitze ein schwarzes Loch finden müssen, das 1000-mal schwerer ist als unsere Sonne. Die Energie, die wir heute von unserem Stern erhalten, beträgt 174 Billiarden Watt. Das ist 174 mal 10 hoch 15 Watt. Aber von einem schwarzen Loch mit einer Masse von 1000 Sonnen können wir nur ungefähr 14,7 Millionen Watt bekommen, also ein Milliardenstel Teil. Mit anderen Worten, die Atmosphäre wird viel kälter und feindlicher sein, als wir es gewohnt sind. Aber die Aussichten für alle Lebewesen werden optimistischer sein als im vorherigen Szenario. Trotz dieser unvollkommenen Bedingungen glauben die Experten immer noch, dass es möglich sein wird, dort zu existieren. Darüber hinaus sind sie überzeugt, dass das Leben früher oder später in die Bahnen der schwarzen Löcher wandern muss. Wir werden einfach keine Wahl haben, wenn alle Sterne ausgehen.
Auf der anderen Seite wird dies laut Astrophysikern in weniger als 100 Billionen Jahren geschehen. Die Leute haben also noch viel Zeit. Vorausgesetzt natürlich, dass sich unsere Zivilisation in naher Zukunft nicht selbst zerstört. In der Tat gibt es für ein solches Ereignis mehrere mögliche Gründe. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann Daumen hoch und abonniere den Kanal. Klicke auf die Klingel, um Benachrichtigungen über neue Videos zu erhalten und lade deine Freunde ein. Es ist interessanter, gemeinsam über wissenschaftliche Themen zu diskutieren.